Willst du auf dem Schrottplatz feiern? Keine gute Idee, Kieu My. It is if everyone dies alone. Does that scare you? Verstehst du, was sie dran ist? Quatsch. I don't want to be alone. Kieu My hat unter meinem Bett einen Tipp. Ja, was hat sie denn geschrieben? Sweet. Sprich sie doch mal drauf an. Es ist nicht so, als wäre das so einfach. Ich meine, wenn ich in ihrer Nähe bin, kann ich irgendwie nicht richtig reden. Magst du keine Pizza? Ich auch. Ich heb mir immer ein Stück bis zum nächsten Morgen auf, damit ich es dann essen kann. Mach ich auch immer. Auch. Ich finde, kalte Pizza schmeckt sogar besser als warm. Oder? Ich dachte, sie mag mich auch. Du wusstest doch nicht, ob sie aufgehört steht. Aber ich habe was gespürt und ich war mir wirklich sicher. Ja. Was machst du eigentlich hier? Hier auf der Straße. Also ja, also draußen. Heute nach Hause gehen. Klar. Aber Kieu My ist gerade richtig am Tindern. Nicht links. Nein, die gar nicht zu Kieu My gepasst. Ja. Die war safe rechts. Literally, da gab es einmal ein Girl, was zu dem passt. Ja, die hatte doch, sie hatte so richtig diese Zendaya-Vibes. Guck, du bist wirklich der krasseste Mensch, den ich kenne. So wirklich einfach die wärmste Person ever. Und Kieu My ist so... Die Eiscreme. Ja, eben. Sie ist kalt und two-faced. Wenn es ihr passt, tut sie auf nett. Aber ich glaube einfach, dass Kieu My anders ist als die anderen. Du bist echt hardcore, weißt du das? Mir machen halt andere Dinge Angst. Mit Mädchen reden zum Beispiel. Du stehst doch auf Mädchen, oder? Wieso? Na, hast du da Tipps? Bereit für Lesbian Flirting 101. Du musst ihn in die Augen starren. Egal, die Toten starren. Zeig ganz beiläufig einfach deine Fingernägel. Aber ich meine, es ist halt auch so ein dummes Klischee wie kurze Haare oder so ein Cut in den Augenbrauen oder Fußball. Oder Skate. Wenn du jemanden aus der Freundesgruppe so auswählen müsstest, zum Daten? Ich date eigentlich grundsätzlich keine Freundinnen. Darling, please, take my hand. Please get up, rise to stand. I can't be the one to sing your song. Das ist übrigens... heute. Echt nice aus. Richtig butschig. Ich find's so mega interessant, wie du dich immer so über alles richtig schlau machst. Das ist so richtig typisch Skorpion. Das wäre ein Sternzeichen. Kieu My hat mich geküsst. Was? Oh. Das ist voll krass. Also eigentlich schon, aber seitdem antwortet sie halt gar nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich glaube, mir wäre es voll wichtig, dass man halt miteinander reden kann. Und wenn sie das nicht macht, dann ist das ja irgendwie doof. Hast du meine Nachrichten bekommen? Aber ich glaube, sie hat einfach Angst vielleicht. Naja, lieber kein Flirt, als mit irgendeinem Girl rumzumachen, was ich das halbe Gehirn weggekifft hat, Mann. Digga, es war einfach nur ein dummer Neos-Kiss, okay? Ich hab dich immer verteidigt. Und gesagt, dass du anders bist als die. Klar, dass ich nicht sehen konnte, wie fake du bist, Kieu My. Ich will nicht, dass du wegen der kaputt gehst.
Ich blockiere sie einfach. Und Fatou, wie wär's denn mit dem Thema Planetenbahn für dich? Zusammen mit Kieu My. Was sollte das? Dachte, ich bin ganz gut in Physik und du eher nicht so, deshalb. Was willst du? Naja, dir helfen. Warum kannst du nicht einmal sagen, was du wirklich willst? Du kannst mir nicht verzeihen, oder? Die Woche war für mich echt die Hölle. Ich wollte dich die ganze Zeit sehen. Ich habe mir deine Nachrichten auch 1000 Mal durchgelesen. Aber ich wusste einfach nicht, was ich antworten soll. Ich habe immer das Gefühl, ich muss von allen diese ganzen Erwartungen erfüllen. Auch mit Liebe und so. Aber letztendlich bin ich diejenige, die mir selbst so viel Druck macht. Trotzdem bin ich nicht gut genug. Du bist doch gut. Sorry, das war dumm von mir. Hast du dir eigentlich immer so einen Druck? Ich habe einfach zu viele Sachen im Kopf. Naja, da wäre die Sache mit dem Bisein zum Beispiel. Aber ich hatte ja vorher noch nicht was mit einem Mädchen gehabt. Ich weiß nicht, ich habe einfach nur mega Schiss, weil ich denke dann immer, ich muss mich für irgendeine Seite entscheiden. Naja, und dann wären da die ganzen Klausuren noch. Ja, und halt meine Eltern. Im Prinzip haben sie alles aufgegeben. Die Eltern haben mir so kindervietnamesisch beigebracht. Du erwartest jetzt, dass ich rede, oder? Ich mach's unter einer Bedingung. Du machst deine Augen zu. Xin chào mọi người. Tôi rất là thích cái bạn đứng trước mình. Hast du eigentlich Muttermal? Und du? Kieu Mys Muttermal. Angeordnet wie mein Sternzeichen. Gilt das? Ja. Hat die überhaupt Muttermale? Keine Ahnung. Aber mein Universum schon. Wie sieht es eigentlich aus mit dem Referat? Hast du die Beispielrechnung? Nee, ich glaube, das ist falsch. Hä? 23 minus 11 sind 4. Ich bin einfach dumm, okay? Das ist ein Blackout, das passiert doch jedem Mal. Das passiert nicht jedem, das passiert nur mir, weil ich dumm bin. Das ist halt einfach ein bisschen anders. Und warum kannst du dann nicht mal von deinen Freunden zu mir stehen? Und warum bist du einfach zu feige, um mir zu sagen, dass ich nicht gut genug für dich bin? Kieu Mys? Was machst du da? Du bist ehrlich, selbstbewusst. Super witzig. Und scheiße mutig. Außerdem gehst du mir nicht auf den Kopf, falls du noch Interesse hast. Ich wäre gern mit dir zusammen. Ja, ich habe noch Interesse. Bist du ernst über die Hecke geklettert? Ja, ich doch. Mit dir ist es irgendwie anders gut.
Mann, Fatou. Nein. Das ist irgendwie eine Superkraft, mit der du durch mich durchgucken kannst. Sag mal, hörst du mir eigentlich zu? Können wir vielleicht ein andermal drüber reden? Ich mega nein. Ist denn eigentlich alles okay? Kannst du mich in den Arm nehmen? Nein, klar. Was ist jetzt eigentlich aus deinem Zeugnis geworden? Das hatte ich am Freitag doch echt mitgenommen. Ich habe mir nämlich gedacht, dass wir vielleicht zusammen was vermitteln können. Mann, du bist das Einzige, was mich gerade von allen ablenkt. Können wir nicht einfach kuscheln und so? Und wie soll das weitergehen? In der Oberstufe? Ey, du klingst original wie meine Mom, ne? Wirklich, könnte ich mich nicht einfach mal alle in Ruhe lassen damit? Ja, kann ich. Melde dich einfach wieder, wenn du dich eingekriegt hast. Ist da alles okay zwischen uns? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass da... Ne, alles gut. Sorry, ist gerade nicht so mein Vibe. Nein, und auch das mit dir und Kieu My, das ist so eine absurde Love-Story, das ist wie so Hufflepuff von Slytherin. Ey, Konsti, lass mal gut sein jetzt. Mann, Kieu My, ich weiß überhaupt nicht mehr, wer du bist. Ich kenne dich nicht mehr. Ich habe wirklich keine Kraft mehr für deine scheiß Mobber-Clique und deine Spielchen und dein unechtes Lächeln. Ich habe keine Lust mehr. Aber es geht darum, dass ich dich echt gebraucht habe und du bist einfach weggelaufen. Ich bin nicht nur deine scheiß Ablenkung. Ich bin ein richtiger Mensch und das ist halt kompliziert und messy und versuch zum ersten Mal aufzumachen. Jetzt willst du mit mir reden, jetzt willst du dich öffnen. Weißt du, wie lange ich dir hergerannt bin? Das Einzige, was ich gemerkt habe, dass Probleme sich nicht lösen lassen, wenn man nicht darüber redet. So funktioniert das nicht in meiner Welt. Ich lebe aber nicht in deiner Welt, Kieu My. Das ist offensichtlich nicht Jahre von mir entfernt, Fatou, Jalo. Es war dumm von mir. Falsch von mir, dass ich nicht mit dir geredet habe. Aber ich weiß jetzt, warum ich immer so verpeilt bin. Ich habe das kalkuliert. Ich will dich nicht mehr hinten anstellen, weil du bist mir... Stopp. Hast du denn überhaupt irgendwas verstanden von dem, was ich am Freitag gesagt habe? Und Fatou, bleib einfach weg von mir. Irgendwie ist alles gerade mega kacke. So, ich versuche nur, sie zu vergessen und ich sehe sie die ganze Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist für sie gar kein Problem. Ey, sie spricht mir gerade dauernd um 3 Uhr morgens heute Sprachnachrichten aufs Handy. Sie redet gerade über nichts anderes. Ja, sie hat noch erzählt, dass sie richtig oft Angst hat, aber ich habe irgendwie voll verpeilt, dass... Auch Gefühle hat. Ich hab dich vermisst. Du hast mir verdammt wehgetan. Ich hatte einfach Angst, dass du mich irgendwie übersiehst. Kieu My, du bist so schön. Ich habe mir eine Liste gemacht von Dingen, die an dir so schön sind. Wie du deine Ohren immer unter deinen Haaren versteckst. Wie du so eng mit deiner Familie bist. Dass du so krass gut mit Horrorfilmen bist. Aber am meisten liebe ich es, wie du lachst. Weil dann sehe ich dich. Und wie viel Liebe da in dir ist. Tatsächlich habe ich schon echt Angst vor der Einsamkeit da oben. Ich meine, da ist so viel zwischen den Sternen. Das sind Millionen von Lichtjahren. Weit und breit einfach nichts. Aber wenn du genau hinguckst, ist das gerade mal eine Daumenbreite Abstand. Also rein theoretisch musst du gar keine Angst haben. Ich liebe dich. Ich habe noch was für dich. Das letzte Woche mit unserem Streit hat mich echt fertig gemacht. Und ich habe mich nicht getraut. Ich glaube, wärst du so wie ich, wenn wir jetzt immer noch
einsam und allein irgendwo im Universum rumdümpeln. Oh my God! Yes, what's happening?